Das ist ja. Ist das Herwegs Kinderzimmer? Aber wie ist das? Ich kenne diesen Raum. Er hatte einen Wellensittich? Das war mein Zimmer, als ich noch ein Kind war. Und das. Das ist. Kairo, mein Wellensittich. Du erinnerst dich wieder an ihn? Ruhes, was ist das hier? Du bist in einem Traum. Ich bin eingeschlafen. Ja, gerade vorhin. Der Hauptcomputer hat dich in den Schlaf gelabert. Dann war sein ganzes Gerede von wegen Weltherrschaft und so. Nur dazu da, dich zum Eindösen zu bringen. Aber wieso? Hört mich auch wieder, was hast du damit zu tun? Henrik, es gibt etwas in deiner Vergangenheit, das du nicht verarbeitet hast. Ist Kairo weggeflogen? Oder gestorben? Moment, das klingt, als wäre ich jetzt der Patient. Wir sind da, um dir zu helfen. Wer ist wir? Das muss warten. Zuerst musst du dich erinnern. Erinnern an was? Das musst du selbst herausfinden. Ich hasse es, wenn er in Rätseln spricht. Nachttisch? Er sieht genauso aus, wie ich ihn noch in. Er sieht noch genauso aus, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Hör mal auf. Da ist nichts drin. Was? Die anderen Schubladen kann ich nicht aufmachen. Nein, nur die oberste. Okay. Bett benutzen. Da ich bereits in einem Traum bin, brauche ich nicht auch noch hier einzuschlafen. Ja, F Fenster. Sonst gäbe es einen Riss im Traum, Zeitkontinuum oder sowas in der Art. Fenster schließen, öffnen. Das Fenster lässt sich nicht öffnen. Dann brauchst du sie auch nicht zu schließen. Oder doch? Das Fenster besitzt zwar Jalousien, die sind jedoch automatisch gesteuert. Wenn die Sonne direkt ins Zimmer scheint, schließen sie sich für gewöhnlich. Eine sehr altertümliche Technik. Aber wenn es funktioniert? Das war so ziemlich das einzige meiner Spielzeuge, in dem keine Elektronik zu finden war. Machen wir den Schrank auf. Dose? Da steht eine Dose einsam im Schrank. Frotzi! Frotzi, das war mein Lieblingsgetränk. Weil da Koffein drin ist, durfte ich nur ein Glas pro Tag trinken. Ich glaube, dass Kinder, die zu viel Koffein auf einmal trinken, übermäßig zu wachsen beginnen. Du warst kein besonders schlaues Kind, oder? Nein. Hey! Vielleicht sollte ich die Koffeindosis zuerst noch erhöhen. Das wird eine ziemliche Koffeinbombe. Oh, schönes Einschenkgeräusch. Geräusch. Kann ich nach unten gehen? Ich kann rausgehen. Oh, ich möchte das wieder. Nein, 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 nein. Käfig. Das ist Kairo, mein Wellensittich. Er macht den Eindruck, als möchte er aus dem Käfig raus. Oh nein! Was habe ich getan? Ich habe ihn umgebracht.
Dicht ist keine Schuld. Er ist Kopf voran in die Fensterscheibe geflogen. Oh, aber Kairo. So was machen Vögel nun mal? Na, eigentlich nicht. Wenn ich den Käfig nicht geöffnet hätte, wäre das nicht passiert. Verstehst du nicht? Genau das hattest du als Kind erlebt. Aber dies ist ein Traum. Hier kann ich seinen Tod verhindern. Wenn es das ist, was du willst. Ich muss verhindern, dass Kairo in die Scheibe knallt. Okay, aber ich kann das Fenster nicht aufmachen. Ich muss mich auf die Schaukel setzen. Wie er nicht verwachsen ist, sind die Dinger zu gefährlich. Wieso kann ich nach draußen? Was kann ich tun? Was kann ich mit dem Koffein machen? Das Ding sagt mir, dass ich das besser im Freien trinken sollte. Okay. Gut, dann trinken wir das im Freien. Ich gehe besser zu einer offenen Stelle. Gut. Dann gehen wir mal da ein. Oh, okay. Funktioniert schon fast zu gut. Ich sollte vorsichtig sein und nicht versehentlich was niedertrampeln. Dachfenster. Das ist das Dachfenster meines Zimmers. Wenn am Morgen die Sonne scheinen kann, dann gehen die Sonne sehen automatisch. Ich möchte es gerne aufmachen. Auf jeden Fall brauchte ich Stunden auf dieser Schaukel. Und da wuchs ich auf. Oh, was ist das denn? Drehen? Aber ich kriege keinen Ärger dafür. Ich schieße mal wieder zurück. Ach, Moment. Das ist verrückt genug, dass es klappen könnte. Wenn ich Sonnenstrahlung habe, wegen der Sonnenstrahlung haben sich Jalousien gedingsicht. Mein Magen fühlt sich irgendwie merkwürdig an. Moment. Die Wirkung scheint nachzulassen. So ein Glück, dass das erst dann war, nachdem wir das getan haben, was wir wohl tun sollten. Schade, ich hätte mich fast schon dran gewöhnt. Ich hätte mich fast schon dran gewöhnt. Jetzt gehen wir wieder rein. Käfig. Aufmachen. Siehst du, ich habe Kairo davor bewahrt, in die Scheibe zu fliegen. Ich wünschte nur, ich hätte das auch in Wirklichkeit verhindern können. Es gibt etwas, das du noch tun musst, um die Situation zu verstehen. Was denn? Die Lampe auf dem Tisch. Was ist damit? Versuche, ihr Licht zu verdecken. Was soll das bringen? Wie soll ich das machen? Ein Kaffeebecher? Nö.
wickeln. Was zum... Was soll das etwa bedeuten? Das dann wählen sie dich nur eine holographische Projektion, wahr? Dann legst du richtig. Und die Lampe war der Projektor? Ebenfalls korrekt. Meine Eltern erklärten mir, die Lampe wäre gesund für meinen Wellensittich. Ich durfte sie nur anschalten, wenn Kairo schlief. Und ausschalten, wenn Kairo schlief und ich seinen Käfig mit einem Tuch abgedeckt hatte. Ich wurde belogen. Deine Eltern wollten wohl, dass du dich verantwortlich für Kairo fühlst, als wäre er ein echtes Haustier. Wenn Kairo nur ein Hologramm war, wieso starb er dann, als er an die Fensterscheibe flog? Das ist eine gute Frage. War das so einprogrammiert? Er war programmiert, wie ein normaler Wellensittich zu funktionieren. Aha. Alle möglichen Todesarten inbegriffen? Jupp. Also habe ich wegen dem Tod eines virtuellen Haustiers eine Neurose gekriegt. Wunderbar. So habe ich das doch gerne. Was für tolle Eltern. Wahnsinn. Das bringt das so ziemlich auf den Punkt, ja? Aber warum kriege ich deswegen Angst vor Vögel? Du hattest nicht Angst vor ihnen. Nein? Was dann? Du hattest unbewusst Angst davor, dass sie in deiner Nähe zu Schaden kommen würden. Das macht irgendwie Sinn. Weil ich mir die Schuld an Kairos Tod gab. So ist das. Wieso erklärten mir meine Eltern hinterher nicht, dass Kairo nur ein Hologramm gewesen war? Das ist ebenfalls eine gute Frage. Aber genau das taten sie. Sie zeigten dir, dass Kairo nicht echt war und dass sie ihn wieder aufwecken konnten. Das hat er wohl nicht begriffen, aber du wolltest davon nichts wissen. Stattdessen lagst du den ganzen Tag darauf wortlos im Bett, sehr zur Sorge deiner Eltern. Am nächsten Morgen schien jedoch bei dir alles wieder in Lot zu sein. Kairo kam nie mehr zur Sprache und der Projektor wurde in eine Kiste gepackt und in den Keller gestellt. Deine Eltern dachten, du würdest einen Vorfall verarbeiten. Du hattest einen Vorfall verarbeitet. Entschuldigung. In Wirklichkeit hatte ich die ganze Sache verdrängt. Genau, und daraus entstand deine Phobie. Und wie wache ich jetzt wieder auf? Einen Moment. Das ist besser. Willkommen zurück. Danke. Und jetzt möchte ich gerne wissen, was meine Erinnerungen in diesem Computer zu suchen hatten. Daran bist du schuld. Bin ich eigentlich für alles verantwortlich, was heute Nacht passiert ist? So ziemlich, ja. Großartig. Und womit fing die ganze Sache an? Es begann vor einigen Stunden. Du wolltest gerade zu Bett gehen, aber ich meldete einen Speicherdefekt. So, ein Speicherdefekt. Sieh mich nicht so an. Das scheint mal echt ehrlich. Wenn ich dir sag, Mann. Jedenfalls wolltest du mich sofort reparieren, obwohl du bereits ziemlich übermüdet warst. War wohl keine so gute Idee. Mit dem
Katharsis, Interface, wieso kann ich mich nicht daran erinnern? Weil du während der Reparatur einschliefst. Hoppla. Und dann brach die Hölle los. Kurz nachdem du eingeschlafen warst, begann dein Gehirn auf Hochtouren zu laufen. Da du immer noch mit mir verbunden warst, sah dein Verstand hier eine einmalige Gelegenheit. Endlich konnte er all die schlechten, ins Unbewusste verdrängten Erinnerungen loswerden. Als du in die Traumphase gelangst, wurde ich mit einer massiven Flut von Daten über Vögel bombardiert. Es waren Erinnerungen, die alle aus deinem Gedächtnis stammten. Der unablässige Fluss an Informationen war zu viel für meinen kleinen Speicher. Ich musste dringend einen Ort finden, an den ich die Daten weitersenden konnte. Ich suchte die nächstbeste Firma, deren Netz öffentlich zugänglich war. Die chaotischen Vogeldaten in meinem Speicher waren vermutlich daran schuld, dass ich dabei auf Rosonit Energy gestieß. Mein Gott, wie ich den Namen jetzt schon die ganze Zeit nicht richtig aussprechen kann. Um der Lage wieder Herr zu werden, sandte ich die Daten an Rosonits Hauptcomputer weiter. Der sah sich kurz darauf vor demselben Speicherproblem wie ich. Was? Ihr Menschen habt einfach zu viel Platz in euren Köpfen. Das muss doch ein riesen Computer sein mit Speicherdaten. Rosonits Hauptcomputer teilte die Daten auf mehrere Geräte innerhalb des Firmennetzes auf. Oh, verstehe. Zum Glück endete deine Traumphase kurze Zeit später, wodurch sich die Lage etwas entschärfte. Der Hauptcomputer meldete sich darauf bei mir mit dem Vorschlag, dich in die Firma zu locken. Du solltest dich mit dem Hauptcomputer verbinden und dann zum Einschlafen gebracht werden. Damit könnten wir die Therapie umdrehen und deine Erinnerungen nutzen, um deine Vogelneurose zu kurieren. Der Computer veranlasste darauf die vorzeitige Räumung des Gebäudes und bereitete alles auf deine Ankunft vor. Die Temperatur in der Chefetage wurde hochgeschraubt, um eine möglichst einschläfernde Atemluft zu erhalten. Die vier betroffenen Geräte wurden angewiesen, einen Defekt zu simulieren. Um die Chefetage zu erreichen, musstest du dich zuerst mit allen vier Geräten verbinden. Nur so konnte deine Erinnerungsfetze wieder zurück in dein Gehirn finden. Entschuldigung. Als alles vorbereitet war, erhielt ich vom Hauptcomputer den Reparaturauftrag und weckte dich. Den Rest kennst du ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dankbar oder entsetzt sein soll. Maschinen, die eigenhändig einen Menschen therapieren. Schlimmer wie nach euren 3-monatigen Ausbildung kann das ja nicht sein. Das klingt nach Material für einen Horrorfilm. Niemand wusste bisher, was passiert, wenn ein Mensch mit einem laufenden Katharsis-Interface einschläft. Wenn wir schon vom Einschlafen reden? Mein Gott, wenn ich hier die ganze Zeit vom Schlafen rede, bin ich auch müde. Ich bin hundemüde und höre mein Bett nach mir rufen. Kein Problem, der Eingang des Gebäudes ist wieder offen. Danke. Ende.
Deine Punktzahl 200 von 200. Ich weiß gar nicht, ob man auch mit weniger da raus kann. Auf jeden Fall war das Let's Play. Ich habe den Namen des Spiels vergessen. Mental Repair Inc., glaube ich, war es, genau. Gott, ich bin so lange im Spiel drin, dass ich den Namen des Spiels vergessen habe, weil ich das jetzt in einem ruhig durchgespielt habe. Was mich jetzt circa 2,5 Stunden gekostet hat. Das ging aber schnell, aber ich muss sagen, ich fand die Geschichte ziemlich interessant. Dieser nette Herr, dessen Namen ich jetzt auch schon wieder vergessen habe, auf jeden Fall der Ersteller, hat eine ziemlich interessante Art und eine ziemlich gute Art zu Story-Twists zu erzählen. Also es war ja auch beim Mord im Laufrad, was ich persönlich ja auch ein interessantes Konstrukt fand. Also es war alles zumindest sehr logisch aufgebaut da und ich fand auch hier das eigentlich sehr logisch. Ich dachte erst, Kairo ist ja, wie Googles uns ja gesagt hat, der Name von der Hauptstadt von Ägypten. Wer kommt denn darauf, dass es sich hier um einen Vogel handelt oder dass Henrik eine richtige Vogelneurose hat? Er sagt ja nur, er mag sie halt nicht. Und es kam jetzt auch nur einmal ein Vogel vor. Auf wie heißt das nochmal? Das Blatt vom Drucker halt mit den Papageien drauf. Allerdings weiß ich noch nicht genau. Scheinbar war das die Verbindung mit Kairo, aber er hat ja Googles gefragt, warum alle Maschinen was mit Kairo zu tun haben. Meiner Kaffeemaschine, die hatte ja, glaube ich, Kairo erwähnt. Der Fahrstuhl hatte Kairo erwähnt. Bei der Klimaanlage war das wohl, als das Piktogramm zu einem Sportler-Piktogramm wurde, also das Fußball vielleicht. Ich weiß nicht genau. Aber beim Kopierer weiß ich es jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich. Das sehe ich vielleicht, wenn ich mir die Aufnahme nochmal angucke. Wenn ich es weiß, vielleicht erkenne ich dann den Hint. Auf jeden Fall hat es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es waren ein paar interessante Rätsel dabei. Ich fand auch die Maschinentherapeut fand ich irgendwie interessantes Spielelement, dass ich halt in die Psyche von den Maschinen rein konnte und dann da halt versuchen musste, irgendwie zu klären, warum die das tun, was sie tun. Ist schon schade, dass es so kurz ist eigentlich und noch viel schader ist, dass da irgendwie ich weiß nicht, also das Mord im Laufrad war von 2007. Ich weiß jetzt nicht genau, von wann das Spiel ist. Das blende ich jetzt wohl möglich hier irgendwo ein, wenn ich rausgekriegt habe, von welchem Jahr das ist. Dass da aber von ihm da jetzt noch nichts weiter kam. Also auf seiner Homepage sind jetzt nur diese zwei Pointing-Clicks und dann nochmal irgendwie so ein Knobel-Puzzle-Spiel, was er gemacht hat. Weil ich finde, er ist eigentlich ein ziemlich guter Game-Designer. Also von seinen Storys her. Gut, hier war jetzt das Inventar ein bisschen buggy, wo dann halt der Spiegel sich immer mal wieder versehentlich zusammengesetzt hat oder das schwarze zerknüllte Papier nicht mehr zerknüllt war und sowas. Ich hatte es, glaube ich, wieder im Inventar drin, obwohl es eigentlich beim Piktogramm sein sollte, als Stück Kohle. Das sind eigentlich so Kleinigkeiten. Das war jetzt nicht so buggy, dass ich das nicht hätte einfach weiterspielen können. Weil ich finde wirklich so von der Geschichtserzählung her, kann er das wirklich sehr, sehr gut. Und ich hoffe wirklich, dass er nicht einfach aufgehört hat oder dass er vielleicht in einer Firma sitzt, wo er in guten Spielen sitzt. Oder dass halt vielleicht nochmal was auf seiner Homepage kommt. Vielleicht schreibe ich ihn einfach mal an, weil ich finde wirklich, die Spiele, die zwei, waren sehr, sehr gut. Also besser wie manch anderes Spiel, für das man einen Haufen Geld bezahlen muss. Muss man einfach auch mal dazu sagen, dafür, dass es kostenlose Spiele waren, waren beide sehr gut. Sie waren sehr kurz, aber gut. Also ich hätte dafür auch Geld bezahlt. Jetzt keine 20 Euro oder sowas, aber 5 Euro oder
sowas, so als kleines Indie, so als kleiner Indie-Titel auf Steam oder so für 2 bis 5 Euro oder sowas. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Und ich hoffe, ich war jetzt nicht die Einzige, die so ein bisschen, schon ein bisschen überrascht war von dem Ende. Also, dass sich eigentlich herausgestellt hat, dass nicht Henrik derjenige war, der therapieren sollte, sondern er derjenige war, der therapiert wurde. Und ich würde sagen, ich mache jetzt Feierabend, rendere den ganzen Kram. Ich gucke mal, ob ich das in Sony Vegas gerendert kriege. Ohne schwarze Dinger zwischendrin. Weil halt einfach die Tonqualität über Camtasia halt nicht so gut ist. Dann kann ich vielleicht auch noch so ein bisschen mit den Stimmen der Maschinen spielen. Also in Sony Vegas. Das geht in Camtasia nicht so einfach. Und ja, ich würde sagen, ich mache jetzt Feierabend und wir hören jetzt dann in einem meiner anderen Videos wieder. Bis dann.